Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Odyssey. Wir. Was machst du da? Wir setzen fort. Na egal, Boss. Und wir müssen hier weitermachen. Und da dieses Level gar nicht so einfach aussieht und bestimmt auch nicht so einfach ist, wie es aussieht, dass es ist, habe ich mir Verstärkung geholt. Einfach sagst du von, auch weil die Inu da ist. Dementsprechend wird die Cappy, die Festklemme ist eher was. Klarmäßig, wenn das funktioniert. Wird die Cappy jetzt, da Typ hier machen. Und wartet mal ganz kurz, Leute. So, wir schauen, wie gesagt, dass wir jetzt hier weiterkommen und uns das ein Level hier machen. Für das kannst du dann aufhören. Weil ich Verstärkung gesorgt habe. Ich gehe gleich wieder raus. Mach ein ja, so. Also. Wir müssen. Sprich mal mit der Swings. Wir haben mit der Swings schon gesprochen. Ja, natürlich. Und die einfach war Blumen. Wie zu erwarten. Okay. Ich war bereits auch in hier und habe die Dinger schon mit dem schönen. Wir machen es nochmal rein für die sichte Rückwärtssalto. Haben wir schon alles eingesammelt und jetzt kommst du als Cappy nämlich zur Hilfe. Du musst ja, das ganze Zeug wegmachen. Weil du mein Sklave bist und das Ganze einfach mal machst. Ich renne währenddessen weiter. Das ist das Lustige daran. Ja, wegmachen. Ich habe beinahe reingesprungen. So, jetzt. Hat die Piranha-Pflanze Cappy verschluckt? Hallo, hol mich mal aus der blöden Pflanze raus. Bitte. Du bist dumm. Ah, scheiße. Was machst du denn auch? Hallo? Ich lauf da rein. Und werd be spült. Kann ich das selber auch? Dann warte mal. Wie komme ich jetzt hier dran vorbei? Gut. Gut. Du musst da drauf. Da hoch. Wo ich mal eben die Pflanze bitte hier. Danke. Ah! Fuck. Ja, das war einfach so. Das war du. Du, das warst du. Ja, das warst du. Und die fette Kuh. Wie ihr seht, wir kommen. Hallo, jetzt lass mich doch nicht hier hochspringen. Das verwirrt mich voll. Spring alleine. Leben. Gut, wir haben wieder ein neues Leben. Ich will auch, wenn mich hochspringen lassen. Nein, deshalb ist es genau nicht cool. Wegmachen. Jetzt geht's da. Du musst mich jetzt zu dem. Ja, ich weiß. Ja, du musst halt auch weglaufen. Okay, ich hab ne Cappy, die für nichts zu nutzen ist. Aber die Cappy ist schneller als du. Geile Tatsache. Warte mal, für den Hasen gab's doch auch irgendwas. Warte mal, Ja, fangen wir mal einen Hasen. Ja, aber dafür muss ich ihn sehen. Ich sehe ihn gerade selbst nicht mal. Und hattest du den schon gesammelt? Nee, eigentlich nicht. War das doch ein Mond? Auch jetzt leuchtet er doch. Ja. Jetzt hat er einen Mond, nice. Hoppel die Hopp im Wald. Ja, erster Mond. Ich glaube, gibt es noch mehr Mond irgendwo, ne? Ja. Da doch hinten, ja, ich erinnere mich. Da ging es um Tracks, da war ein Mond. Das haben wir jetzt mal hin. David? Ja. Nee, da ging es in den düsteren Teil. Ja, ja. Du musst von, geh da weiter lang. Ja, aber hier. Geh da hoch. Nein, weiter hoch auf der Mauer. Ja. Yeah. Weiter. So. Und in den mittleren von den drei Ruckeln unterspringen. Mittleren. Hier? Ja. Hast du die Münzen da hinten schon eingesammelt? Nee. Sorry. Nee, dann war es da. Dann musst du da runterspringen. Bäh. Hier, okay, ich vertraue dir, ne? Warte mal. So. Ja, runter. Ja. Vertraue dir. Ich bin gespannt. Holy shit. Genau, das sind die Töpfe, mit denen du wieder hochkommst. Aber da hinten ist eine Mond. Mach da hinten mal eine Stampfattacke. Ja, ich sehe es auch, dass hier ein Mond ist.
So. Ah, geile Munde. Ja, ich meine, es sind halt Munde und Feinde. Ja, und dann bist du Feinde. Ich hab hier auch einen T-Rex. Geil, weil ein T-Rex habe ich nämlich. Einen anderen Teil von T-Rex habe ich einfach mal Elzeit übersehen. Achtung, da oben ist auch noch ein Mond. Was? Brauchst nicht das spoilern, aber ich glaub dir. Ja. Warte mal. Hä? So. What the fuck, wir sind ein Baum. Ja. Den musst du da wegstellen. Ah. Und dann kommst du an den Mond an. Okay. Oh mein Gott, okay. So. Auf dem Prinzip gibt's ja auch einige Monde in Wüstenland. Ich weiß. Und sie haben mal den Mond. Nice. Eine Mond für das. Und irgendwo hier läuft ein T-Rex rum. Und wenn er dich erwischt, dann ist er mal auf. Lauf da hoch, da oben sind lila Münzen. Auf den Stamm. Oben drauf. Ah. Jo, ich weiß, der Tierkatze war beim ersten Dings irgendwie geschlafen. Aber den habe ich irgendwie leider verpasst gehabt. So gestern zu sehen. Das dummes Kind. Was soll's. Oh, mich blendet die Sonne so mein Face. Und damit ist. Warte mal. Wo ist der denn? Hier gibt's einen Haufen Monde. Eigentlich. Der endet bei Münzen. Ja. Irgendwo hier läuft ein T-Rex rum. Wenn du böses Gebrüll hörst, dann weißt du, was los ist. Ich hab den Sound nicht an. Da hinten ist noch was. Irgendwie müsste man doch auf den T-Rex sehen. Was ist da? Das da könnte sowohl Monster als auch ein Mond sein. Ja, das ist einfach nur selber, wo man hochkommt. Ja, und da ist der Typ, mit dem du hochkommst. Mach das mal. Ich bin hier bei uns halt an Sabben. So. Den pflanz mal das. In den Topf da. In den Topf da. Wo du, in die Stelle, wo du hochkommst. Wir müssen noch nicht gleich hochgehen. Sehr schön, da kommen wir dann wieder hoch. Ja, das ist ein Boden. Good to know. Jetzt merken wir uns das später, falls wir irgendwie einen Ärger leiden. Und hier haben wir noch einen Stern vermutlich. Nee. Nein. Ah, scheiße. Ein Stern sowieso muss schon mal nicht, ne? Ja, Stern der Galaxie, ich weiß. Hier, David, hier gibt's den Mond. Wo? Da, warte, wo bin ich? Hier, warte. Hier. So. Ah. Der ist hier irgendwo in der Gegend versteckt. Ich glaube, das war in der Richtung da. Da lauf da lang. Ah, die Sonne, die Sonne, die Sonne. In der Richtung, alles so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber. Sicher bin ich mir aber nicht. Nee, da war das mal nicht gut. Irgendwie in irgendeiner Richtung. In irgendeiner Richtung, ja. Das Ding ist halt. Den werden wir schon noch finden. Der wird wahrscheinlich schon da. Verschwunden sein. Nee. Na, das ist auf irgendeinem Hügel. Das ist besser, wenn man sieht, wenn dann weiß man, wann es schon verschwunden ist. Wenn jetzt schon drei großen Bäume. Wo ist denn das? Also, wir müssen halt nach einem Leuchten suchen. Ich glaube, das war da. Doch. In die Richtung noch. Ja. Nee. Das doch, da oben auf dem Hügel. Was ist hier? Wir sind nicht wieder Kompass, ne? Ja. Fest drauf, wir schauen uns einfach mal. Bin ich zu dumm? Ja. Nee. Ja. So. Da muss das sein. Einfach in der Luft das drücken. Ja, mach ich doch. Hier. Ah, doch, Kompass. Aber wo ist dieser. Was? Röhre. Ja, Röhre. Röhre. Oh. Nee, das war. Nummer wann? Ja. Warte mal. Hier müsste der T-Rex gewesen sein, oder? Ich weiß es nicht. Mach mal ran. Na, du bist jetzt zurück. Gell. Na, also, da ist ja Fusen. Was haben wir noch in der Welt schon ist? Ich weiß nicht, so viel ist hier halt nicht. Nö. Ist gar nichts mehr. Ah, die Sonne. Aber dafür gibt es halt mehrere Teile, weißt du? Es ist halt kaum was wegen der Besichtigung.
sondern die von meinem Fenster steht. Ich glaube, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Halt, da war der T-Rex hier. Ach. Den musst du da gegen die Dinger lenken. Diese Steine zerstören. Versteck dich einfach dahinter. Hallo, warte mal. Ich renn mal hin auf ihn zu. Du musst dich sehen. Ich versuche mal ihn zu nerven. Hallo, Fettsack. Hier, so. Jetzt kommt er auf dich zu. Du läufst hinter die Steine. Und ihr zerstört die Steine. Ich sehe den nicht. Wo ist er? Der muss da. Wo soll der wohl sein? Aber. Genau, da oben kannst du dich verstecken. Das heißt, ich sehe. Ich sehe gar nichts. Und wenn es gehabt wurde, fuck. Ich weiß es nicht. Aber irgendwo in den Steinen ist auch ein Mond. Ja, das heißt drauf. Machen wir mit der Hauptstory weiter. Ja. Wie soll ich denn das machen, wenn du hier wohl. Bohne, pflanzt es. Bohne, pflanzt es. Ich bin Zack and the Beanstalk. Und wir sind wieder an unser Otzi. Weil ich sagen muss, ich finde das so fies. Wenn du hier jetzt seitlich runterspringst, dann landest du irgendwo im Boden. Da ist ein Pfeil. Nee, das ist Welt. Runter da. Machen wir mit der Hauptstory weiter, oder? Was denkst du, was ich jetzt vor? Keine Ahnung. In dem Part noch ein bisschen die Hauptstory weitermachen, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen, weil der Part dauert nämlich gar nicht mehr so lang. Und dann werde ich den Part rendern. Stell dir vor. Ich render den Part. Krasse, das ist ja alles jetzt hier von vorne. Wir haben die Scheiße doch schon mal gemacht, ey. Aber da sind wir verreckt, ich erinnere mich. Guck mal, dich mal, hallo, wo bist denn du? Man mach auch Tinte weg. Gut. Hier, geh mal da einfach mal durch. Ja, das bist du natürlich, das warst du schon immer. Ich bin Krokki, das kleine Krokodil. Kappe. Was sind wir eigentlich gerade für eine komische Gestalt? Das ist ein Letzte. Und die anderen Dinger sind böse. Ja. Ja, aber eigentlich müsste ist doch ein Setzling zu einem Setzling nicht böse, oder? Doch, ja, da ist er. Hier ist auch irgendwo eine egal. Let's check what we have here. Sammelt mal die Münzen ein. Ich weiß, warte, bis du die Münzen einsammelst. Das Ding ist witzig. Wie wir plötzlich hoch sein können. Da oben ist der Mond. Aber egal. Runter müssen wir, ne? Egal, halt mal einen Mond. Mist. Herz Container, sehr gut. It's your turn.
Hey, schnell, schnell, schnell. Ja, du musst das Ding zerstören. Ne? Nein. Doch, ich bin in der Pflanze gefangen. Bist du? Ja. Stimmt. So, jetzt hat. Ach so, das heißt, da bist du. Aber das hättest auch als Pflanze machen können. Das töten. Nein, weil ich die nicht kapere, sondern von denen fangen werde. Und die da musst du zerstören. Ja, spring drauf. Zerstört. Die anderen sind jetzt auch verschwunden. Nice, und wir haben einen Mund erhalten für das Level. Fahrt zum Himmelsgarten. Brav, brav, brav. Machen wir noch weiter? Wir sollen zumindest noch was von diesem Piece erzählen. So, Blumendiebe im Himmelsgarten, das ist das nächste Level. Das schauen wir uns aber erst im nächsten Part an, liebe Kinder. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen von dem Part von Super Mario Odyssey. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Und ciao!